So, hallo Freunde Modellbahnkumpels. Ich befinde mich jetzt hier in Zeitz und heute geht's Richtung Weißenfels über Burgenlandbahn und dann weiter von Bad Dürrenberg mit der Straßenbahn nach Halle. Wird halt bloß eine kleine Tour und auch ohne Fahrrad, aber ich denke mal, wird trotzdem interessant. Ich werde versuchen, eine Führerstandsmitfahrt zu machen, also dass ich da frage, ob das geht. Wenn nicht, dann filme ich einfach von raus. Mal schauen. Aber wir sind heute, wie gesagt, nicht mit dem Fahrrad unterwegs, sondern bloß mit der Bahn. Also bis gleich, wenn es dann weitergeht mit der Burgenlandbahn. Bis dann. Kleine Info, meine Freunde, vorne raus geht leider nicht. Erster Grund, blendet dieses Schwein. Und zweitens möchte das der Fahrer nicht. Also filmen wir hinten raus. Ich hoffe, das ist okay für euch. Genießt die Fahrt.
angenehmer Tag. Das ist ja cool, mit der Hand gekurbelt. Der kommt jetzt hier. Ach, der kommt erst. Da steht schon dort, ich weiß nicht, ob er ihn erwartet. Okay. Ja, hier ist schon fast alles tot, ja? Nee, ich sag nur. Fährt das noch die Bahn, meine ich. Das meinte ich damit. Aha, siehst du, was hab ich dir gesagt? Alles klar, gut. So, das muss schon schnell mal zusammenscheißen. Also, ihr habt es gehört, Leute, hier fahren auch noch Güterzüge. Und die Schranke, die wird noch mit der Hand gekurbelt. Hier, geh mal weg. Das ist halt eine einsame Nebenbahnstrecke. Gut. Hallo Freunde, Modellbahnkumpels. Jetzt befinde ich mich hier in Weißenfels. Ihr wundert euch sicherlich hier, wo die Gleise sind. Ja, gibt's hier nicht. Bahnhof ist nämlich auf der anderen Seite. Die bauen da irgendwie, da fährt gar kein Zug mehr rein und kein Zug mehr raus. Und da gibt es jetzt hier diesen wunderschönen Busbahnhof. Da. Und da warten wir jetzt hier auf den Bus nach Großkopeta. Ich hoffe, dass ich ein paar Güterzüge filmen kann, aber ich glaube, da haben wir nicht lange Aufenthalt. Und dann geht es weiter nach Bad Dürrenberg, wieder mit dem Zug, logischerweise. Aber das hier ist ein bisschen umständlich, aber anders geht es leider nicht. Naja, da sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So Freunde, und jetzt sind wir hier in Großkopeta. Da stehen zwei E-Loks. Das ist ein ziemlich großer Bahnhof hier. Wir müssen jetzt weiterfahren mit dem da drüben, glaube ich, hoffentlich. Da steht auch noch ein paar Loks. Also das ist ein sehr, sehr großer Güterbahnhof hier. Da kann man wahrscheinlich damit rechnen, dass hier irgendwann mal ein Güterzug durchfährt. Aber wir haben noch wenig Zeit, denn wir müssen weiter nach Bad Dürrenberg. Machen wir die Loks filmen. So, sind denn das für welche? Ich kann das nicht erkennen. Gut, bis dann. Wir verlassen jetzt Großkopeta. Dass die
Dieter Beljowitsch Ihnen einen schönen guten Tag und begrüßt Sie im Regionalexpress von Großkobeta nach Leipzig Hauptbahnhof. Oh, man hört es nicht. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt und stehen für weitere Fragen gern zur Verfügung. Oh, guck mal, da steht meine Lok. Das ist meine. Tatsächlich. Das war so die Gabe. Hätte ich auf dem Flohmarkt geholt. Ach, was ist das hier? Ja gut, ihr werdet wohl noch einmal hinfahren müssen, um ein paar Güterzüge zu filmen.